Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ratatouille mit meiner Schwester und mir. Hi, ich bin heute auch wieder dabei. In der letzten Folge hatten wir leider nicht so viel Glück und deshalb habe ich nur eine Sicherung. Ich weiß nicht mehr, wie viele in der letzten wir gesammelt hätten, aber es hat ja jetzt nicht abgespeichert, deswegen müssen wir alle Stimmen nochmal neu machen. In der letzten Folge hatten wir leider hier einen furchtbaren Schnitt, weil ich öfter gestorben bin. Und diese Ravioli-Nudeln, wie im letzten Part, die fallen nämlich runter. Nach einer Zeit diese Ravioli-Nudeln. Weißt du? Ravioli? Okay. Ja, das sind so Raviolis ohne Ravioli. Raviolis ohne Soße. Oh ja. Ich vermisse jetzt schon die Soße. und den Löffel als Plattform haben wir gestern schon gesehen. Und hier haben wir noch mal solche Schleifchennudeln. Solche Nudeln als Schleifchennudeln. Ja, einfach solche Schleifennudeln. Ich weiß zwar nicht, wie die heißen, aber ich glaube, sie heißen nicht Schleifennudeln. Ja, wäre echt witzig, eine Gabel als Plattform, richtig? Eine Gabel als Plattform. Kannst du mal kurz eben bitte an meinem Kopf, aber nicht die verletzte Stelle. Okay. Nein, nicht da. Ja. Muss ich jetzt schon deinen Kopf kratzen? Oh ja. Bei mir kratzt alles, Leute. Das ist echt richtig nervig. Kennt ihr vielleicht ein Mittel oder Spray, bei dem man solchen Juck, falls ich habe keine Läuse oder Flöhe entfernt. Ah? Wenn ja, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare, weil dann könnte ich endlich dieses Jucken loswerden. Das wäre echt lieb, ne? Ja, du bist meine Lieblingssüßigkeiten so leer. Ja. Wer ist denn denn bei Süßes? Mal wieder. Okay, wir machen kurz hier eine Pause. Okay, was sind das hier für Sorten? Das hier ist wahrscheinlich auf jeden Fall angemalte Spaghetti und das hier Salami. Das andere weiß ich gar nicht. Vielleicht kann das hier auch. Geh einfach weiter. Keine Ahnung. Glatte Raviolis. Schleifchen. Schleifchennudeln. Und Salami-Pizza. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Bekomme jetzt schon langsam Hunger. Naja, es gibt ja auch bei uns Essen, richtig? Mhm. Hey, und einmal eine Röhre. Als Ravioli, kann schon logisch sein. Wow, Alter, Tomaten, lecker. Und Leute, oh ja. Eins habe ich noch mal aus Ratatouille zu sagen. Heruntergefallen. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Das war nur, sollte nur ein kleiner Scherz von mir werden. Richtig? Scherz. Das ist das Stichwort für Scherz und März. Also Leute, ich wollte noch mal was zu Ratatouille sagen. Ich finde nämlich, das ist richtig cool, dass in meinem Anfang manchmal sowas gezeigt werden, weil am Anfang, als wir in die Traumwelt nach dem Wunderland gegangen sind, da war das richtig cool, weil da
Aber Schokoladenkuchen, Schokoladenkekse, Pinselrolle. Diese Traumwelten super cool. Ja. Und ich kann schon das Ziel sehen. Juhu. Und wo landen wir jetzt? Gemüseeintopf. Früchte-Salat. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das war. Ja, das würde uns super gern interessieren. Richtig? Mhm. Ich kratze schon wieder alles. So. Ist auch egal. Ja, wir gehen jetzt erstmal klären. Essen ist Essen. Essen schmeckt immer gut. Ich hab einfach für die Medien den Wortsatz beendet. Wortsatz? Der hat doch ein Wort gesagt und das habe ich für ihn beendet. Aha, Remi. Und Schnurrhaaresbreite geschafft. Ah! Da sind die Käsestücke wieder weg. Hallo, warte, wie beim letzten Mal. Remi, deine erste Aufgabe lautet, finde eine Sicherung und bring sie mir. Eine Sicherung? Wozu das denn? Ich muss den Gabelstapler starten. Okay, wird gemacht. Hilfe gebrauchen. Aha. Ich bin diese. Ja. Ha. Bleib doch endlich stehen, du Scheiß. Nimm das. Ich finde es übrigens. Bring unseren Zuschauern nicht solche schlechten Wörter. Was hat das jetzt mit schlechten Wörtern zu tun? Aber ich finde es doof, dass die Clips auf, obwohl sie nicht bei mir sind, trotzdem was klauen können. Das ist total unfair bei diesem Spiel. Und das sieht hier so aus wie ein kleiner Tisch. Eine Sicherung und entdeckt, richtig? Ja. Eine Sicherung hat entdeckt mit sich. Ich hole noch kurz eben mir dieses Fresschen hier. Ein leckeres Fresschen tut immer gut. Hab ich die schon mal hingebracht? Oh ja. Sieht aus wie so eine Batterie-Sicherung. Das ist wohl wahr. Geschossen. Der war wohl der einfachste aller Zeiten. Wer ist die Ratte? Ich bin die Ratte. Okay, jetzt mal weiter geht's und yippie! Autsch. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg, den wir dahin gelaufen sind, nochmal laufen. Ganz schön unpraktisch. Aber wenigstens haben wir die fiese Traumwelt da hinten abgeschossen. Und hier im Versteck verkaufen einfach so coole Sachen. Das ist cool am Essen. Hey, Remi, bist du bereit für noch mehr Spaß? Du musst auf dem Markt ein paar Lebensmittel verschieben, damit wir sie später holen können. Da gibt's aber keine Hunde, oder? Nein, nein, nein. Keine Hunde. Aber Menschen. Also gib acht. Klingt nach einer einfachen Aufgabe. Zum Glück gibt's da keine Hunde. Hunde sind in einem Markt verboten. Die fressen doch nur alle Leckereien und Lebensmittel auf. Und machen überall alles voll. Naja, unsere nicht, aber manche schon. Mhm. Also es sind Hunde in einem Markt verboten. Wer übrigens die... Eigentlich doch nicht mitbekommen. Okay, rutschen! Oh, ja. Ah! Ich bin dir gefahren. Perfekt. Geschafft. Ich habe gerade eine Abkürzung freigelegt. Ich habe keine Ahnung, warum wir die benötigen, aber wir haben sie. Eine leckere Wurst! Danke. Ich mag Wurst sehr gern essen. Mögt ihr auch Wurst?
Hey, direkt auf dem Fleisch gelandet. Hm. Hier gibt es echt leckere Sachen zu verkaufen. Und hier ist ein Markt mit einer alten Dame. Einfach ein Markt mit einer alten Dame, richtig? Logisch, was? Wow. Ich wollte mich da... Wow, ich habe mich da gerade hochgeglitscht. Der Typ hat mich nicht gesehen. Tut mir leid, Leute, aber... Großartig! Bei in den nächsten Folgen werde ich bestimmt damit auf. Hoppa! Remy, warum machst du nicht... Okay. Großartig! Die Abkürzung habe ich freigelegt. Das ist halt immer so ein Band, was man runterfallen lassen muss. Und das ist dann einfach so lang wieder. Hey, da wurden Jacken aufgehängt. Cool, was? Oh ja. Wurden einfach Jacken abgehängt. Hey, sowas gibt es normalerweise nicht hier. Dieses Ding hier brauche ich nicht. Perfekt. Lecker. Und hier ist die Tür, mit die wir auch eben betreten haben. Und der Typ hat einen Lolli wie letztes Mal. Hier gibt es die Menschen einfach zweimal. Oder dreimal, keine Ahnung. Obwohl, ja, die Menschen gibt es dreimal. Alles klar, Maestro. Ach, diese Viecher schon wieder. Das sind kleine Igel. Seeigel, oder? Das waren so ganz normale Igel, die aus der Küche, die uns immer abstechen wollten. Mhm. Ja, und die hatten zufällig keine Augen gehabt. Ja, das ich hatte recht. Igel. Ich hatte recht. Es gibt davon drei. Perfekt. Eine Sicherung geschnappt. Ich dachte, das wären Batterien. Warte mal, du hast recht, das ist eine Batterie bei einer Kanalisation, die wir bei keine Ahnung, welcher Folge gesehen haben. Da ist irgendwie, keine Ahnung, so ein kaputtes Rad, gab es irgendwie so ein Radio und das war abgestellt, weil die Batterien, die Energie war abgestellt wegen den Batterien, die fehlten, richtig? Okay, und das, und jetzt der Fisch. Ich esse übrigens keinen Fisch. Doch, du isst sehr gern Fisch. Am liebsten Fischstäbchen. Das ist auch Fisch. Perfekt geschafft. Ich kann hier einfach drauf stehen. Wir haben eine Ratte gemessen. Lustig. Ganz schön still. Mhm. Ich werde mich jetzt erstmal an den... Ich weiß, wo die letzte Sicherung ist. Die ist ziemlich gut versteckt. Zu gut sogar. Die letzte Batterie sehe ich hier versteckt. Die sehen voll komisch aus, die Batterien, richtig? Nein, Remy! Hier sind doch überall so große und dicke Steine in den Weg gehockt. Und das ist alles einfach. Okay, was sollen wir jetzt machen? Okay, Remy, wir sind ja fast fertig. Der nächste Teil ist knifflig. Knifflig, verzwickt. Worum geht's? Folge der Lady und leg das Essen in ihre Tasche, damit wir es ihr später wegnehmen können. Erst beklauen wir den Markt und dann eine alte Dame? Pistole, du stinkst auch nicht. Wer ist Pistole? Der Küchenchef und... Ach, vergiss es, ich bin dabei. Wenn du eine Frage hast, dann frag deinen Vater. Aua! Böse Oma. Ich bin hier.
diejenige, die schneller ist. Hat sie einfach mitgenommen. Logisch, was? Und keiner hat gemerkt. Doch sie hat es gemerkt und hat gedacht, das wäre lecker. Wir sind schneller als die alte Omi, oder? Komm her, Oma. Als nächstes der Muffin? Mhm. Wir müssen immer schnell machen, bevor sie was ausgesucht hat, richtig? Mhm. Also ich. Zum Glück kann der Stuhl uns nicht schaden. Nicht zu fassen, dass die Sachen so, dass die Oma so schwere Sachen noch tragen kann, oder? Wir sind schneller da als die Oma, richtig? Nicht zu fassen, wie sie in einen kleinen Rolli passt. Sehen Leute, was ihr nicht gesehen habt. Wie mache ich es jetzt am besten, ohne die Aufgabe zu machen? Die Oma ist da und ist müde und erschöpft, weil sie so alt ist, richtig? Tut uns leid für die arme Omi, aber wir können dir leider nicht helfen. Hoppa! Da. Ich habe nämlich diese letzte Traumbett hier in der Übersicht gesehen. Möchtest du Gemüsespringen betreten? Ja, da kann ich. Huch, ich hab mich verkriegt. Oh, ich sehe eine Gurke. Lecker. Gemüsespringen. Hey, sieht ganz schön lecker aus. Hey, das Ding sieht aus wie ein Ding mit Augen. Cool. Die Gurke, ne? Okay. Und was soll das hier sein? Oh, ich glaube, ich weiß es. Rote Beete oder so. Das hier sind rote Beete. Perfekt. Nee, das sind keine rote Beete. Okay. Eine Karotte, lecker. Dann. Großartig. Wenn wir es nicht geschafft haben, da hast du recht. Aber es geht jetzt darum, nicht in die Tiefe zu fallen und sich die Nase zu knallen. Es geht darum, Spaß zu haben in diesem Spiel, richtig? Mhm. Hey, es sieht aus wie so ein das sieht aus wie so ein Ding mit Popcorn in sich. Cool. Eine Karotte als Plattform ist schon logisch. Und was soll das sein? Eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Das Tode darf ich nicht. Champignons. Lecker. Aua! Die Champignons wollen wohl
spielen wohl Tennis und ich bin der Ball, richtig? Ah! Das passiert, wenn es... Das passiert, wenn ich verkacke. Komm, Spiel, lade. Ich möchte jetzt... Noch ein Versuch. Oder? Du weißt schon, dass ich die Traumwelt manchmal versuche. Und wenn es mehrmals als 4 Versuche nicht geklappt hat, dann muss ich die Welt nochmal 5-mal abmachen. So, Auftrag abgeschlossen. Abgebrochen. Nochmal rein. In Gemüse. Sprengen. Die Champignons wollen damit ja wohl Tennis spielen, richtig? Und ich bin der Ball. Die wollen wohl, dass ich auf die Nase knall. Das war knapp. Papa! Ich finde dieses Granutter lustig. Jetzt müssen wir rein auf die rote Beete. Eigentlich sind rote Beete ein bisschen anders, aber die ist anscheinend wohl rosa. Das ist keine rote Beete. Wie auch immer. Irgendwas anderes. Jetzt bist du auf einer Gurke, jetzt auf einer Aubergine oder so. Und jetzt auf einer Karotte und das... die Zuschauer. Und jetzt auf einer Zwiebel. Jetzt auf eine rote Beete. Das ist rote Beete? Ich glaube schon. Ha! Dieses Mal wird mit mir nicht Tennis gespielt. Oder doch? Ich glaube, ich könnte mal so einen Livestream machen, wo ich die Ratte spiele und ich da pausenlos hin und her gedonnert werde. Aua! Jetzt reicht es aber mal! Und warum bin ich wieder zurückgelaufen? Scheiße, noch ein Treffer und ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin kein Kuh. So, mal kurz riechen, wo es lang geht. Und jetzt auf den Gurken. Diese Teile hier, auf denen ich gerade laufe, sehen so aus, als wären das die Augen und das hier der Mund. Vielleicht ist es Apfel. Jetzt müssen wir auf die Scheiben drauf. Eine Salatrutsche, lecker. Aber nicht so schnell. Bloß nicht so schnell. Wenn wir jetzt so schnell rutschen, stolpern wir. Salat kann von mir aus derjenige essen, der Salat mag. Ich auf jeden Fall nicht. Logisch was. Und auch noch so eine kleine. Und die kommt ganz schnell wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Aber will ich auch gar nicht wissen. Ist das schon das Ende? Mehr Sterne gibt es zum gefallen und wir sehen uns, wenn es wieder heißt Ratatouille. Ciao.